Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wir spielen Brava Duel. Das ist ein Varo, aber in dem Fall jetzt mit nur zwei Teams, mit Team Alpha und Team Omega. Ich für meinen Teil bin in Team Alpha und ich werde mit meinem Team hoffentlich das andere Team auslöschen. Ja, das ist soweit der Plan, wobei der erste Plan für heute ist natürlich nicht direkt First Blood zu sein und auch nicht direkt in der ersten Folge zu sterben. Das wäre ganz toll, aber ansonsten glaube ich, kriegen wir das schon irgendwie hin und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei dem Projekt. Ich schalte jetzt in den Voice. Hallo. Einfach mal irgendwo drücken, wir kommen schon irgendwie in Teams zusammen, ne? Ja. Genau. Ich weiß nicht, ob ihr auch geguckt habt, Richtung Süden ist ein Dorf. Richtung Süden? Das ist da, wo die Birken stehen, da hinten. Mal, kann ich euch gerade wo ausmachen? Ich sehe keinen von euch. Ich sehe ein Portal. Ja, ist ja auch. Geh mal weg hier, Schaf. Seht ihr Renrik, den kleinen Roten? Ja. Der weiß, wo es lang geht. Okay. Ah, sehr gut, ich bin direkt neben dir. Ach, hier, jetzt sehe ich meine, okay. Weil ich bin auf der komplett anderen Seite, ich musste genau einmal durch die Mitte durch, nochmal gucken, was es wird. Also du musst genau hinter mir, André, ne? Du musst genau zurückwandeln und dich ein bisschen links halten. Ja. Also es ist so 100 zu 150, so ganz grob geschätzt jetzt so von den Koordinaten. Oh. Er müsste ja eigentlich der schnellste sein. Also zumindest steht da ein Haus, so viel konnte ich von der Renderdistanz sehen. Hallo? Ganz kurz stören? Na, immer. Nee, okay, tut mir leid. Nein. Pixel, hm? Du stehst neben Mehmet und neben mir. Also ich bin hinter dir. Ich spring hier. Und ich und Mehmet haben gerade ausgemacht, dass wir gerne Lukas, oder wie der heißt, versuchen möchten, mit der Hand zu klatschen. Okay. Und da wir, das, weil Mehmet ist ja bei uns im Team, das heißt nur noch dieser Lukas ist von Omega. Das heißt, das kann man eigentlich nicht mitmachen. Okay. Also wenn du, wir werden direkt auf ihn mit der Hand gehen, kannst du mitmachen, wenn du willst. Okay, Gruppenmobbing kann ich unterstützen. Ja, genau. Super. Aber ihr müsst aufpassen, ich hab hinter mir auch noch einen, ne? Ja, aber. Nee, aber was, du bist da auch Alpha. Ja, ich bin da auch noch. Dann lass alle gehen. Ach schön. Lass mich auf der anderen Seite alleine. Pass auf, ich bin genau andersrum, weißt du, ich stehe hier zwischen, weiß ich wie vielen anderen. Dann lauf. Ja, aber das Ding ist, das ist nur eine Person, das heißt, dann haben wir in 10 Sekunden geklatscht, wenn alle draufgehen. Also überlegt zu euch, ich und Mehmet gehen auf jeden Fall drauf. Wenn ihr mitgeht, dann haben wir den Safe, dann hat unser Team das First Blood gemacht. Überlegt ich euch. Ihr müsst euch dafür erstmal lokalisieren, weil ich bin echt hier hinten am Berg. Ja, versuch du wegzulaufen. Run. Also überlegt euch, ja. Die Frage ist, wenn wir den jetzt hier wegklatschen, in welche Richtung fliehen wir dann? Also... Nach da. Trotzdem würde ich sagen, Richtung Süden ins Dorf, Richtung oder? Süden. Ins Dorf, ja. Der hat den kurz geklatscht. Also wirklich immer diesen Birkenwald nach, der führt eigentlich fast direkt da ins Dorf. Der endet kurz davor, wenn ich das richtig gesehen habe von oben. Das ist hier, wo die einigermaßen eine Ebene hier ist, ne? Hier, ja, genau. Süden, ja, okay. Das heißt, hier hin, klatschen, umdrehen und dann, okay. Was geht los? 5, 4, 2, 1. Feierabend. Komm hier raus. Hab ich doch gesagt, wie? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Los, komm da! Leider gleich zwei wirklich zum Dings gelaufen, zu dem Zuckerrohr. Hä? Guck grad, wo ihr seid. Ist jetzt tot? Mauxen ist vor mir. Mariam vor mir. Ja. Oh nein, oh nein. Oh, gut, das waren meine Leute. Wo bist du, André? Ich hab Angst, ich sehe keinen von euch. Bist du am Portal? Nee, ich bin jetzt Richtung Stadt unterwegs, aber ich bin nicht der Einzige. Irgendwie haben das mehrere gesehen, dass da hinten die Stadt ist. Oh Gott. Also ich laufe Richtung Süden. Ja, ich komm mit. Da ist die Stadt. Ist hier jemand? Mauxen läuft weg von der Stadt. Dead X Go ist nicht in meinem Team und ich bin hier alleine. Oh. Oh.
Einer ist tot? Ja, ist tot. Unser erster Mate. Uchuriken ist bei mir im Team, okay. Und der hat hier alles zu essen abgebaut. Oh, verdammt. Ich denke, die Achievements sind doch nicht aus, wa? Ach du Scheiße. Hier ist nichts. Okay, da sind welche am Wasser. Oh shit. Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh Gott. Glaube ich, genau die falsche Richtung. Ich bin tot. Nein, nicht wirklich. Doch. Wir laufen zwei hinterher. Ich bin bei Uchuriken, der hat sogar schon ein Eisenschwert. Ich hab's doch geschafft im Dorf. Bin auch ein. Ja, okay, das war's. Na. Diese Kill-Aktion war wohl nicht so. Voto ist auch schon tot. Nein, ich bin tot. Der GB-Pixel, hier, warte mal, guck mal, du kriegst gleich erstmal ein Schwert, um dich zu verteidigen. Oh, danke schön. Items ist auch hier, okay, wir haben, glaube ich, das Dorf gesichert. Okay. Das ist doch schon mal ein Vorteil. Hier hinten ist ein Schaf. Ich kann schon nicht mal mehr rennen, weil ich Hunger habe. Okay. Dann kann ich hier relativ safe craften, ohne Angst zu haben, hinter Listig überfallen zu werden. Ich baue uns schon gerade Steine ab, dass wir gleich Steinwerkzeug machen können. Okay. Ist hier irgendwo ein Ofen? Ja, hier bei der Schmiede sind zwei Stück. Hier drin, oder? Ja, waren zwei Stück drin. Oh, hat sich jemand gekrallt. Oh, okay. Wohin waren sie da noch? So, Steinspitzhacken. Ah, verdammt, für eine Axt reicht es wieder nicht. So, ich habe eine Axt. Will jemand schon mal. Echo ist auch bei uns. Okay. Hast du eine Steinspitzhacke schon? Nee, du hast noch Holz, ne? Ich schmeiß jemand. Sehr gut. Stein hin. Geh noch mal ein bisschen Holz und dann wollen wir nach unten oder. Ich habe hier schon eine Höhle freigemacht. Wichtig wäre was zu essen, ne? Ja. Hm. Ich kill hier mal die Tiere in der Nähe. Also der eine, der von unserem Team hier mit zuerst war, der hat die kompletten Felder halt abgebaut. Der müsste eigentlich ein bisschen was haben. Okay. Ich habe nur noch eine Kartoffel gekriegt, aber die reicht jetzt nicht wirklich. Nee, ich habe jetzt 3 Schaf und 3 Schweinefleisch bisher. Aber ich habe schon mal ein bisschen Kohle. Da ist noch ein Schaf. Oh. Ich glaube, wir müssen das gut ausleuchten da unten. Wenn da uns da wirklich ein Monster an den Arsch kommt, sind wir nachher etwas tot. Items hat Probleme oder was? Der joint die ganze Zeit immer rein raus, ne? Oh, stimmt, ja. Irgendwie Disconnect oder so vielleicht. Es laggt gerade, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe gerade 3 Baumstämme abgebaut und das ist nichts gedroppt. Boah, es laggt. Ich baue gerade einfach mal weiter. Ja, vielleicht droppt es dann einfach. Das noch. Echo? Mal gucken, was gleich passiert. Das ist nur Vanilla. Los, komm schon. Andere, wo bist du gerade? Ich bin gerade Holz holen, dass wir genug für Fackeln haben und neues Werkzeug. Oh, und der Server ist dead. Oder? Ja, sieht danach aus. Deuce hat den Server gekillt, sagt er. Uff. Habt eigentlich ihr vor, das mit dem Aufnehmen zu machen? Spielt ihr 3-mal die Woche oder 3-mal am Stück für die ganze Woche oder 5-mal oder? Na, mein Problem ist, ich habe hier eine 16.000er Leitung. Mir bleibt eigentlich wirklich nur übrig. Geht weiter, wir kommen wieder rauf. Oh. Montag aufzunehmen, und ich kann bloß montags und mittwochs von der Arbeit aus hochladen. Hm.
Das ist so mein Problem. Oder ich muss halt abends nach 18 Uhr, wenn ich von der Arbeit fertig bin, nochmal wieder zu einer anderen Arbeitsstelle fahren, um es da dann hochzuladen. Okay. Also deswegen ist das noch so ein bisschen... Ja. Also ich werde nur 3 Folgen pro Woche machen. Mehr Platz habe ich auf meinem Kanal gerade nicht. Ich denke, wir machen auch nicht mehr. Wir haben noch Sky Factory, dann fängt jetzt noch Greedfall an und... Ja. Ich muss auch zusagen, dass wir beide einen Kanal betreiben. Ja, gut. Also sprich, dann kommen schon 6 Videos auf den Kanal, wenn jeder 3 macht. Ah, okay. Und dann soll es bald noch losgehen mit Enigmatica 4. Es gibt schon 4? Ein Creeper. Ist seit dem 8.10. ist der erste Beta-Release jetzt raus. 2 haben wir durchgezogen auf Expert, so, und jetzt müssen wir eigentlich 4 noch machen. Ich habe schon einen Gunpowder, wir können bald TNT machen. Alter, wir sind hier eine schön große Gruppe, ne? Also Holz habe ich einiges, ich habe auch genug für Fackeln. Ist hier noch irgendwas in dem Dorf, was man looten könnte, was Sinn macht? Ja, die Lava wäre gut, aber... Ja, Eimer. Eisen. Henrik, wo ist denn der Gang runter? Na, ich habe... Guck mal, hier in der Mitte ist einer, natürlicher Gang. Ja, dann würde ich sagen, nutzen wir den doch, ne? Oh, nein! Was ist los? Nein. Irgendjemand hat mich gerade... Wer war das jetzt? Navex? Navex hat mich gekillt. Henrik, kommst du hoch? Oh, shit. Scheiße, ich kann nicht rennen und ich regeneriere nicht. Fuck. Ja, das war ein kurzes Projekt. So viel zu den 3 Folgen die Woche? Ja. Dass man die auch nicht erkennt, so, ne? Das ist, die könnten ja zwischen uns laufen. Oh, Mann. Da ist er, im Dorf. Scheiße. Ich habe noch geschaut, ob es irgendwas gibt im Dorf, was ich looten kann. Ja, Leute. So ist es jetzt. Das war die erste und letzte Folge, Brava. Mein Ziel, in der ersten Folge nicht zu sterben, habe ich jetzt nicht so ganz erreicht. Aber zumindest bin ich weder durch einen Mob, sondern wenigstens durch einen Spieler, durch einen Creeper wäre noch schlimmer gewesen, nicht gestorben. Und ich war auch nicht der Erste, der gestorben ist. Also schon mal 5 von 10 oder so. Ja, Leute. Gut, das war's dann auch mit dem Anno-Nachfolge erstmal. Ich werde mir ein neues Spiel als Nachfolger überlegen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video und beim nächsten Projekt. Tschüss!